Guten Morgen und willkommen zurück zu meinem Let's Play. Ich werde mich jetzt durch Level 7 sterben und hoffe, dass Flaps jetzt nicht wieder abstürzt. Hat es erst 10-mal gemacht, dem Level. Und es die Soundprobleme, ja, die sollten gelöst sein. Klang zumindest ganz gut. Wenn ich jetzt das Video noch fertig kriegen würde dazu, wäre es noch schöner. Aber das will Flaps heute scheinbar nicht. Ich hätte mir ein besseres Programm holen sollen. So. Wir haben diesen merkwürdigen Säulen vorbei mit den Augen. Oh. Ha, ich stehe mitten in der Luft. Cool. Nein! Ich sollte Fallschirm oder sowas mal einführen in solche Spiele. Es gibt immer Blumen und Pilze und alle möglichen anderen komischen Zeug, das man nie braucht. Was das Nützliche ist wie Fallschirme, das gibt's nie. Fallschirme oder Plattformen, die halt einfach so aus nichts erscheinen. Oder Leute, die einem hinterherlaufen und Gegenstände zuwerfen. Das war doch mal eine schöne Idee. In einem läuft die ganze Zeit jemand her, der wirft da Zeug zu, das man gerade gebrauchen kann. So Plattformen zum Rausspringen und Fallschirme und Pilze und Blumen und Leck. Komm. Ja, wenigstens bleibst du nicht abgestürzt, ne? Ganz toll. Ich kann mich jetzt freuen. Jetzt falle ich nur in Löcher rein. Ah! Was ist denn das jetzt? Ruckt denn das jetzt so? War alles ausgemacht im Hintergrund. Kotzt gleich. Könnte kotzen. Und weg. Nein. Hör auf so Sachen. Was macht er denn die ganze Zeit? Scheiß Rechner, oder? Schenkt mir jemand erneut? Okay, dazu müsst ihr jetzt erstmal das Video anschauen. Aber wer saugt sich so an, wie irgendein Idiot ganz oft in derselben Welt immer wieder stirbt? Tut sie das ernsthaft jemand an? Weil das muss doch noch langweiliger sein, als die Runde immer wieder zu spielen, oder? Also, bin ich jetzt der Meinung? Und tschüss. Geh doch. Komm, komm, komm. Gen manipulierten Schildkröten oder was immer hier seid. Ach ja. Und dann auf und rüber. Und was das sein soll, wüsste ich immer noch ganz. Blaues Säulen mit Augen. Oh mein Gott, ich schau mich an. Verfolg mich. Hilfe. Ei, ich war noch drauf. Ach, ihr mich auch. Gebt Ruhe, ja. Also nochmal. Warum müssen auch so scheiß Plattformspringen sein? Blockspringen. Weil präzise in Gegner einspringen, das kann ich. Sowas kommt ja nicht dran. Das wäre doch mal was Neues. Anstatt den Gegnern auszuweichen, in sie reinspringen. Google. Auch eine wahnsinnig neue. So riesige Kanonenkugeln sind auch wahnsinnig neue Idee. Die gab es noch in keinem anderen Jump'n'Run. Also ich wüsste jetzt keins. Dass es sowas ähnliches schon mal gab. Also wahnsinnig innovativ. Dieses ganze Spiel. So.
Ah! Ich sag, du kannst wieder raus. Bleib drin. Unverschämtheit, ja. Husch, husch. Mann, 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 Mann. Und hopp. Hier weg und jetzt. Blöcke. Warum müssen es Blöcke sein? Was ist denn so toll an Blöcken? Holla. Ganz schön groß. Nein! Komme ich da ganz rüber? Ich probiere es. Ja! Ja! Wie ich Blöcke hasse, wie ich sie hasse. Oh man, kam da nicht noch so ein Ding? Warum leckt das jetzt so? Sollte nicht sein. Sollte wirklich nicht sein. Irgendwo kam noch so ein Ding. Da geht's nur rauf und runter, sag ich gerade, ich komme noch irgendwo hin, wo ich noch nicht. Ah! Ah! Ja, grinst mich noch so blöd an. Ich will ja nicht reinspringen, aber ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Verdammte Blöcke, warum fallen die da jetzt runter? Was soll das? Oh nein, jetzt muss ich nochmal. Mann. Dieses Spiel hasst mich. Warum hasst mich dieses Spiel? So, Vorsicht. Jetzt werde ich noch heimzahlen. Verdammtes Spiel. Obwohl ich Jump-Runs eigentlich mag. Ich kann sie nur leider nicht. So, von da jetzt direkt darüber. Holala. Huiuiui. Dass ich das gleich nochmal geschafft hat, überrascht mich. Wow. Jetzt will ich es aber wissen, ne? Krieg ich so richtig los. Ja. Grinsekugel, du. Aha! Oh mein Gott, nochmal so eine Echse. Was? Kreissäge? Oh nee. Nein! Nein! Levelende, Levelende! Lass mich da raus, lass mich raus! Yay! Und ich hoffe, Fraps hat es jetzt aufgenommen. Erstmal speichern.